Wir schauen uns heute den Steinzer Flascherlzug an. Schaut bis zum Ende, wenn ihr wissen wollt, welchen Waggon ich für euch empfehle. Kommt mit. Wir haben uns die Steiermark-Karte geholt und gedacht, warum nicht einfach alles ausprobieren? 172 einzigartige steirische Erlebnisse warten auf uns und unsere sechsköpfige Familie mit Kindern zwischen 6 und 15 Jahren hat sich vorgenommen, alle Aktivitäten zu erleben. Kommt mit, wenn wir gemeinsam das Beste der Steiermark entdecken. Denkt dran, eure Tickets unbedingt vorher online zu reservieren. Das geht über die Homepage. Da wählt man den Tag aus und sieht auch, wann an diesem Tag der Zug abfährt. Wählt dann die Sitzplätze aus. Wenn ihr die Steiermark-Card habt, dann kostet das nichts. Ihr müsst aber euch trotzdem anmelden und holt dann am Bahnhof am Schalter vorher mit der Steiermark-Card eure reservierten Tickets ab. Also da noch ein paar Minuten einplanen. Der Parkplatz ist direkt daneben. Der Zug selber fährt dann immer 20 Minuten, macht dann einen Stopp mit 20 Minuten. Dort gibt es dann noch was zum Trinken und was zum Essen. Dann geht es weiter 20 Minuten, dann ist wieder eine Pause mit 20 Minuten. Dann dreht der Zug um und das Ganze geht dann wieder zurück. Es gibt im Zug selber auch Getränke, die sind nicht inkludiert. Alkoholische und nicht alkoholische Getränke zum Kaufen. Jetzt noch zu meiner Wagenempfehlung. Also alle Wagen bis auf einen haben zwei Reihen. Und ein Wagen hat diese nur eine Reihe und dafür die Tische. Das ist der Wagen Kunterbund, der erste. Also je nachdem, ob ihr mit Familie da seid oder vielleicht nur zu zweit, könnt ihr da entsprechend eure Wahl treffen. Cooles Erlebnis. Wir geben 5 Sterne dafür, dass es einfach für Familien mit kleinen Kindern ein super Erlebnis ist. Ja, wenn sie gerade in ihrer Zugphase sind, umso mehr. Und 5 Sterne auch dafür, in einem historischen Zug fahren zu können. Hat man auch nicht alle Tage in wunderschöner historischer Umgebung, in der Natur. Lasst dich inspirieren und probiert mal was Neues.